Und die Aufnahme ruckelt immer noch. Aber ich weiß nicht, was ich da dagegen machen soll, ehrlich gesagt. Oder ist jetzt irgendwann mal kleiner Lab? Vor allem, ich habe halt hier drin 60 FPS gerade. Oh, hoppla. Ich habe keine Ahnung, wann das liegt. Kann es auch nicht wirklich erklären, ehrlich gesagt. Aber naja. Vielleicht kann ich es später mal erklären. Gegebenenfalls, wenn ich nochmal drüber rendere, sieht man es wahrscheinlich eh nicht mehr. Ich bin auch faszinierend, dass die Bitrate so konstant im um 500 schwankt. Vielleicht könnte es auch daran liegen. Aber jetzt generell, wo ich die FPS in der, die Soll-FPS von 60 wieder runter auf die alten 40 gestellt habe, läuft es sowieso wieder flüssiger. Vielleicht hilft das ja eh schon genug. Keine Ahnung. Oder ich muss wirklich mal mir Gedanken über einen neuen Computer machen, der für den ganzen Schmarrn hier optimiert ist. Weil so wie das aktuell hier ist, kann ich nicht wirklich gut arbeiten, sage ich ganz ehrlich. Bin nicht sehr zufrieden mit dem Ganzen. Mit meinem Paketcomputer. Der schafft das irgendwie nicht wirklich. Alles so zu machen, wie ich es gerne hätte. Wie ich jetzt sehe, er arbeitet jetzt schon tierisch dran. Und das verstehe ich nicht. Kann auch sein, dass minus 10 mal wieder die Leistung drosselt. Wegen irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist, dass ich teilweise, dass der Systemprozess teilweise 1,2 Gigabyte groß wird. Ist tatsächlich schon passiert. Stefan hat nur gemeint, das ist absolut nicht normal und das ist definitiv ziemlich schlecht. Also von dem her bleibt spannend, sag ich jetzt mal. Und naja, ich kann aktuell relativ wenig dran ändern. Also von dem her wird sich da in näherer Zeit eh nichts dran ändern. Ich weiß bloß, dass ich da beim nächsten PC, den ich mir zulegen werde, auf jeden Fall andere Hersteller, also andere Hardware reinbaue, als ich sie jetzt habe. Und definitiv eine leistungsfähigere Lüftung, weil das notwendig ist. Und generell etwas leistungsfähiger alles, weil aktuell ist, habe ich so das Gefühl, reicht die Leistung, die ich aufbringen kann, definitiv für fast gar nichts mehr. Also für das Betriebssystem reicht sie allemal nicht. Warum auch immer. Also angeblich wurde es ja vorher getestet, ob meine Hardware okay, so funktioniert das schon mal nicht. Bauen wir da mal Wolle hin.
So. Das reicht aber immer noch nicht, ne, oder? Und 1,5 Stacks exakt tatsächlich dazu. Kann ich einmal hier hochgehen? So. Ja, das erdet mir noch mit. Und dann leiden wir aus. So. Und dann habe ich auch noch was ganz Spezielles vor, sage ich jetzt mal. Also hier erstmal in das Wasser reinfüllen. Hoppla. So. Ziemlich. Die Bewässerung ist statisch. Sie fließt nicht und sie ist da. Ja gut, dass sie da ist, ist irgendwie logisch, weil sonst wäre sie ja nicht da. Egal. So, hier unten ist irgendwo, glaube ich, auch unser Spawnpunkt. Und jetzt gehen wir hoch. Oh, ich auch gerade fest, dass ich etwas hoch sitze. Das ist alles hier gerade. Also bevor wir das Feld jetzt in die Richtung verlängern, was auch noch vorkommen wird, keine Sorge. Das Pipe ist so klein. Das wird dreimal so lang. Oh man, das ist jetzt auch im Nachhinein den etwas kurz vorkommen, wenn ich das nur dreimal so lang mache wie das, ne? Vielleicht denke ich auch mehr Felder dran. Kann man ja nachher alles noch festlegen. Was wollte ich jetzt machen? Weiß ich gar nicht. Genau, ich glaube, ich wollte Erde holen. Der Gang unten ist nämlich das, was am mühsamsten ist, sage ich jetzt mal. Der Rest ist eigentlich relativ schnell erledigt. Gut, also als erstes brauchen wir mal mehr Kisten. So. Da tun wir jetzt mal den Cobblestone rein. Also nicht alles, ein Stack behalten wir mal. Bezüglich Werkzeuge. Die 14 behalten wir auch mal. Das ist nämlich wichtig. 3. Hier, so, hier sind wir noch Schaufeln drin, ja. Dann sortieren wir mal, dass hier wirklich kaum fast nur Sand drin ist. Fast nur andere Schmarrn. Das ist, denke ich, sinnvoll. So, und jetzt wollen wir erstmal 8 neue Spitzhacken. So viel werden wir eh nicht brauchen. Aber ist ja jetzt erstmal egal. So, hier tun wir auch mal beleuchten, zwischenzeitlich. Damit man mehr sieht. Und jetzt müsste man hier immer so im Dreierschritt hochgehen.
Das ist ja dann auch wirklich direkt eigentlich begrünen, damit man mit der Sense, also mit dieser Hake, auch gleich mehr Seeds rauskriegt. So. Okay. Ah. Und hier. Wenn ihr gleich mal etwas runtergeht. Das ist quasi dann die endgültige Höhe, auf der das Ganze abspielen wird wieder. Das geht dann jetzt hier immer weiter nach rechts hoch, so trichterförmig. Immer das Gleiche. Das ist so das Ziel des Ganzen. Das einzig Blöde ist, dass ich keinen Platz mehr im Inventar habe, weil ich mir vorher die Kiste mit Erde zu, also das Inventar vorher mit Erde zugemüllt habe. Und das irgendeine blöde Idee war. Fällt mir gerade so auf. Und das Ganze muss dann. Alter, das wird ja riesig. Das wird sehr viel nach hinten gehen. Stelle ich gerade fest. Das war vielleicht doch eine dumme Idee, das so tief unten beginnen zu lassen. Andererseits wollte ich ja die ganze Sandgrube vorher ausschaufeln. Und das habe ich halt jetzt getan. Jetzt muss ich auch mit den Konsequenzen meiner Planung leben können. Dann tun wir hier mal ein paar bisschen Erde raus. Ein bisschen Erde. Ich kriege ja doch jetzt so viel Erde dazu. Tun wir es auf die 16 L, die wir noch haben, alles wieder da rein. Aber hier kriegt man keinen Fallschaden, das ist aber schön. Gut. Vielleicht soll ich auch von oben anfangen. Erscheint mir hier gerade fast eher sinnvoller, weil ich oben viel mehr Unterschied habe. Es wird auch sehr schön, später mal die ganze Rückwand auszutauschen. Hier wird's los. So. Das ist auch der Grund, warum ich gerade eben noch gesagt habe, wir werden noch genug Erde kriegen. Man sieht nicht gerade viel wieder mal. Wieso habe ich eine Bitrate von 22.000? Was zum Teufel macht Open Broadcaster gerade? Moment mal. Gar nichts. OBS hat bei mir eine Anzeige angeblich gerade 6 FPS. Und zwar jedes Mal, wenn ich speake. Was passiert hier denn gerade? Wieso habe ich eine Bitrate von 24.000 Kilobit pro Sekunde? Ich habe 12.000 eingestellt. Entschuldigung, ich muss das nochmal ändern. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind wieder am Start. Hier hast du ein paar Sachen umgestellt. Okay. Gut, unsere Bitrate schießt gerade. Also fährt total Achterbahn. Dafür haben wir konstante FPS und es ruckelt nicht. Wir werden sehen, was besser aussieht. Erstmal die maximale Bitrate auf 12.000 gesetzt. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Das war sie eigentlich auch vorher schon. Wenn ich ehrlich bin. Die muss ich nur für Streamen immer runterstellen, so auf 3.000. Aber das sieht dann qualitativ, ranzt das dann doch ziemlich ab.
Deswegen habe ich das bei der Aufnahme immer höher.